Alter. Herr Hoberg. Herr Müller. Wir haben einen Transfer zu vermelden. Heute, zum heutigen Tage. Wie ist die Situation zu bewerten? Wie kam es dazu? Zunächst mal, das ist ein schwerer Verlust, oder? Also ich meine, man sagt immer, jeder Mensch ist zu ersetzen, aber ich habe Netzathleten nur mit Christina Broda kennengelernt und ich kann es mir jetzt schwerlich vorstellen. Wir tun unser Bestes, aber da muss jeder wirklich 100%, wenn nicht sogar mehr geben. Also ich denke auch 100% sind die, aber sie haben sich ja nie mit weniger zufrieden gegeben. Ne? Wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage, das weiß ich bis heute noch nicht. Ich kann es nicht verstehen. Da müsste man vielleicht Fräulein Broda selbst fragen. Nicht weit entfernt. Sollen wir mal dazu rufen? Ja, wir müssen sie unbedingt dazu rufen, ins Studio. Auch, also Fräulein Broda. Ich würde jetzt auch gern mehr über die Hintergründe erfahren. Kommen Sie nicht mit. Transfergerüchte waren länger im Markt. Ja. Jetzt ist es wirklich zum Abschied gekommen, zum Abschluss gekommen. Wie kam es dazu? Also es war natürlich keine leichte Entscheidung. Ich habe lange mit mir gerungen, aber es war dann eine Standortfrage. Ist natürlich so ein bisschen wie Moskau und Bayern. Da muss man sich dann auch mal entscheiden. Das stimmt. Netzathleten ist eigentlich so ein bisschen wie Chelsea, oder? Das Wetter ist immer schlecht, es regnet immer, aber wir sind die Besten. Ja. Genau. Vergleich mit Chelsea finde ich persönlich nicht gut. Warum, Herr Robert? Also sie spielen nicht vorne mit, in England vielleicht, aber international nicht. Und wir sind ganz vorne mit dabei, auch international. Wo wir gerade bei Fußball sind, es ist aber auch ein quasi ein Gegengeschäft angeboten worden. Da geht es um die Fußball-WM. Garten? Ach so, Garten. Das wollen wir jetzt festhalten. Ja, Garten. Also... Alle Netzathleten sind natürlich herzlich eingeladen, die komplette Fußball-WM in meinem Garten zu verbringen. Und mit großem Flat-Screen, den sie natürlich mitbringen müssen, weil der ist nicht vor Ort, dann die WM zu vergrillen. Genau. Und diese Einladung wird jetzt in Endlosschleife auf unserem neuen Flat-Screen, der wahrscheinlich angeschafft wird. Wie stehen Sie dazu, Herr Van Möller, für die WM? Möglich ist vieles. Aber? Wir machen das Beste draus. Okay. Ja. Uns hat bis jetzt noch nichts aufhalten können. Wir gehen wieder zu ab.